Meine Damen und Herren, wir sind gerade nach der Probe mit dem Orchester Musica Antiqua Collegium Varsoviense aus Warschau. Gleich werden wir das Klavierkonzert von Mozart KV 414 spielen. Was hier sehr speziell ist, dass wir dieses Konzert auf drei verschiedenen historischen Flügen spielen werden. Nämlich den ersten Satz auf dem Pleyel aus dem Jahre 1847, zweiten Satz auf einem Dulken Hammerflügel 1815, das ist eine Kopie von Neupert, und zum Schluss dritten Satz auf dem Erard aus dem Jahre 1880. Das ist ein Experiment, ich bin sicher, für alle interessante Erfahrung. Man konnte sich fragen, ob das überhaupt geht, ob das richtig ist. Also die Frage ist selbstverständlich, aber die Antwort auf diese Frage ist ziemlich logisch, wenn wir über den Pleyel sprechen. Natürlich, das ist ein Instrument aus der Chopin-Zeit. Chopin hat natürlich Mozart auf so einem Flügel gespielt. Das Gleiche gilt auch beim Dulken, das ist Schubert-Zeit. Schubert hat natürlich Mozart auf seinen zeitgenössischen Instrumenten gespielt, und Erard, Debussy-Zeit, Debussy hat natürlich auf seine Flügel Mozart gespielt. Insofern, das ist alles eigentlich richtig, meine ich, und ich bin gespannt, wie das jetzt alles klappt, und freue ich mich sehr. Thank you.
Thank you.
Thank you.